Ja, herzlich willkommen zur Einführung in das Skript Medien- und Sozialpsychologie. Das sind zwei ganz spannende Themen in der Psychologie, die für die Wirtschaft eine hohe Relevanz haben. Worum geht es im Kern in der Medienpsychologie? Da geht es eigentlich darum, wie können Medien so gestaltet werden, dass sie bestimmte psychologische Wirkungen auf Menschen, sprich auf Nutzer und Nutzerinnen haben? Und umgekehrt, was erleben Menschen, wenn sie unterschiedliche Medien nutzen, ausgehend von Printmedien bis hin zu Online-Medien oder Videokonferenzen oder gemeinsam gestaltete Online-Tools? Die Medienpsychologie ist ein Fach, das mit der Digitalisierung in der Wirtschaft extrem an Bedeutung gewinnen wird, weil ja auch, sagen wir jetzt mal, für die Unternehmenssituation Kommunikation in Unternehmen immer stärker mediengetrieben ist und sein wird. Das heißt, wir werden über interne Social-Media-Plattformen verstärkt kommunizieren. Menschen werden zueinander in Betrieben, Arbeitsbeziehungen über Social-Media-Kanäle verstärkt aufbauen. Und ja, Unternehmen werden Online-Tools wie digitale Whiteboards, Videokonferenzen einfach sehr verstärkt nutzen. Und da ist es eben wichtig, was müssen wir tun, um das für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angenehm und produktiv zu gestalten? Und was sind eher Don'ts? Also was sollte man eher nicht tun? Und das zweite Thema unseres Skriptums ist eben die Sozialpsychologie. Womit beschäftigt sich Sozialpsychologie? Im Grunde mit dem Verhältnis des einzelnen Individuums in seinem sozialen Umfeld. Und da geht es im Kern um vier Themen. Also wie erlebt jemand sich selbst in einem sozialen Umfeld? Wie ist das Erleben zwischen Menschen in einem sozialen Umfeld? Welche Dynamiken haben soziale Systeme wie Gruppen, Gruppierungen auf einerseits das individuelle Verhalten, aber auch wie funktionieren Gruppierungen generell und wie ist auch das Verhältnis zwischen Gruppen. Also wir werden uns in dem Skriptum zum Beispiel mit einem Themenaspekt der Psychologie genauer befassen, und zwar, wie wirkt denn die Anwesenheit von anderen Menschen in einer Leistungssituation auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Wann ist das diese Anwesenheit von anderen, sei es jetzt vom Vorgesetzten oder im Rahmen von Prüfungen, Assessments oder anderen Gruppen, wann ist diese Anwesenheit leistungsfördernd und unter welchen Bedingungen ist die Anwesenheit von anderen auch leistungsmindernd? Und das hat natürlich Konsequenzen auf die Art und Weise, wie in Unternehmen Assessments gestaltet werden, wo Führungskräfte dabei sind, in welchen Situationen und wo nicht, und wie auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter welcher Art von Beobachtung sie eher produktiv werden oder eher weniger produktiv werden. Was erwartet Sie in diesem Lehrvideo? Wir steigen ein mit dem Thema, was ist eigentlich das Spannende in der Medienpsychologie, und gehen dann bei den einzelnen Themen ein Stück weit in die Details. Wir werden uns beschäftigen mit dem Thema Präsentation von medialen Inhalten, dort mit dem Thema Agenda-Setting und Framing, dann mit dem Thema, was macht eigentlich Kommunikation in Medien aus, sprich, was sind Voraussetzungen für die Kommunikation und auch Wirkungen der Kommunikation. Dann schauen wir uns das Thema an, Emotionen und Medien, und letztlich, wie werden Medien genutzt und welche Wirkungen haben Medien aus medienpsychologischer Sicht. Und schauen uns dann abschließend zwei Beispiele an. Das eine ist das Thema personalisiertes Lernen, also im Grunde das, was Sie jetzt auch hier machen, wie wir medienvermittelt Lernprozesse steuern können. Und das zweite Beispiel bezieht sich auf den Umgang mit Medien aus Sicht der Generation Z. Und hier gibt es bestimmte Untergruppen in der Generation Z, und daraus kann man wiederum spannende Ableitungen machen für die Unternehmenskommunikation und auch für das Marketing.
Was ist also das Spannende an der Medienpsychologie? Es ist so, dass wir eigentlich in der Praxis sehr ununterbrochen Medien nutzen, wie eben auch gerade jetzt. Sie ein Medium nutzen und ich ein Medium nutze und wir uns die Wirkung oft gar nicht so bewusst vorstellen und die reflektieren. Die Medien entwirken eben in vielfältiger Hinsicht eine psychologische Dynamik. Sie beeinflussen unser Denken, das Handeln, Einstellungen, Emotionen. Und daher ist es eben gut, wenn wir gute Theorien kennen. Die können wir dann für die Praxis nutzen und vor allem für die angewandte Psychologie in der Wirtschaft können wir ableiten, worauf wir achten können im Einsatz von Medien und damit können wir sehr positive Wirkungen entfalten. Das heißt, wir können Mediennutzung nutzen für die Mitarbeiterinformation, für die Mitarbeiterbindung, für Change-Prozesse, wie aber auch für Personalmarketing, Branding, für die Bewerberauswahl und natürlich auch ganz stark für das Marketing. Und darum ist es auch wichtig, dass wir uns immer mit Trends beschäftigen. Also wie genau werden Medien wo eingesetzt und uns jeweils überlegen, welche psychologische Wirkung soll denn da jeweils erzielt werden. Beim Thema mediale Präsentation geht es eben darum, im Grunde, wie werden Inhalte in Medien dargestellt? Und da gibt es zwei große Themenfelder. Das eine ist das Agenda-Setting. Das heißt, wie können wir durch die Themensetzung in Medien bestimmte Dinge in den Vordergrund bringen? Wie können wir Menschen beeinflussen in der Art und Weise, wie sie über Dinge denken und wie sie auch dann bestimmten Gruppierungen folgen? Framing setzt sich damit auseinander, wie mediale Inhalte gestaltet werden können. Das heißt, was kann ich betonen, was kann ich vernachlässigen und wie kann ich damit Einstellungen von Menschen ändern. Und Framing wird natürlich ganz stark in der politischen Arbeit genutzt, aber auch ganz stark von Printmedien genutzt. Und natürlich in der Folge auch stark im Marketing. Und das Spannende ist aber, dass wir das Framing und das Agenda-Setting wunderbar auch für die Unternehmenskommunikation und für Change-Prozesse nutzen können. Das Thema Kommunikation ist insofern wichtig, weil wir oft glauben, dass wenn wir mit Medien kommunizieren, dass das ganz was Normales ist und sich dadurch eigentlich nichts verändert. Und dem ist aber nicht so. Das heißt, allein durch das Medium verändert sich die Kommunikation. Und da gibt es einerseits Risiken, aber natürlich auch Chancen. Die Risiken sind gut umschrieben in der Reduced Social Cues Theorie. Das heißt, da geht es darum, dass eben in Medien bestimmte Hinweisreize, also zum Beispiel auf Hinweisreize, zu welchem Status hat jemand, wie sich das durch Kleidung darstellt oder Accessoires, die gehen durch Mediennutzung verloren und damit verändert sich auch ja, die Gruppendynamik und das Miteinander und wer welchen Einfluss hat. Die zweite große risikenbezogene Theorie ist eben die Social Identity, Deindividuation Theorie. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die persönliche Identität in Medien stark in den Hintergrund tritt. Warum? Weil der Einzelne in einer anonymen Masse auftritt. Das gibt es natürlich auch in der Präsenzsituation, aber ganz stark eben auch am Beispiel sozialer Medien. Dort geht eben dann die kritische Selbstreflexion verloren und es kommt zu einer sogenannten sozialen Enthemmung. Das heißt, Menschen verlassen bestimmte soziale Regeln und agieren eben besonders aggressiv und tabubrechend und ja, verletzen eigentlich die Normen, die es üblicherweise in der Gesellschaft gibt. Die Kommunikation in Medien bringt aber interessant interessanterweise auch gute Chancen. Und zwar kann die Kommunikation eigentlich persönlicher und verbindlicher sein als in der Präsenzkommunikation. Und damit beschäftigt sich dann die Hyper-Personal Communication Theorie. Das Thema Emotion ist ein spannendes. Da geht es um zwei Dinge im Grunde in der Medienpsychologie. Das eine ist, welche emotionalen Wirkungen können Medien haben, aber auch, wie können Menschen bewusst ihre Emotionen durch die Wahl und Nutzung eines Mediums steuern. Und da geht es im Grunde um drei große Theorien. Die Appraisal-Theorie befasst sich damit, dass die Emotion in Medien eigentlich nicht automatisch entsteht, sondern durch eine kognitive Bewertung. Das heißt, ich sehe was oder nutze was, denke mir was dazu, bewerte das und dann entsteht die Emotion. Die Affective Disposition Theorie beschäftigt sich damit, wie eben es gelingt, dass Rezipienten, also Menschen, die Medien nutzen, zu Medienfiguren eben positive oder negative Gefühle aufbauen können. Und das passiert eben durch diese wiederholte Betrachtung oder wiederholte Interaktion oder gefühlte Interaktion mit solchen Medien.
Figur. Und das kann man eben sehr gut in Werbekampagnen nutzen. Damit beschäftigt sich das Skript ausführlich. Und die dritte große Theorie ist eben die Theorie der parasozialen Beziehungen. Und zwar beschäftigt sich das mit dem interessanten Phänomen, dass wir oft das Gefühl haben, wenn wir uns mit einer Medienfigur öfters auseinandersetzen, also beispielsweise eine Moderatorin oder ein Moderator in einer TV-Sendung, die wir uns gerne anschauen, haben wir das Gefühl, eben durch die sogenannte wiederholte Exposition, also dass wir uns das öfter anschauen, dass es sowas wie eine gefühlte emotionale Wechselseitigkeit gibt. Das heißt, er kennt mich und ich kenne ihn oder sie. Das passiert eben auch dadurch, wird ja auch bewusst gesteuert, dass die Moderatoren oder Moderatorinnen gezielt das Publikum ansprechen, eine sehr persönliche Ansprache haben und so eben das Gefühl entsteht, als gäbe es da eine soziale Beziehung. Das gleiche Phänomen nutzen Social Media Influencer, indem sie über Videos ihre Nutzerinnen ansprechen und so auch gezielt sogenannte parasoziale Beziehungen zu diesen aufbauen. Im Thema Nutzung und Wirkung gibt es eine wichtige Theorie, und zwar ist das die Use and Gratification Theorie. Da geht es eben darum, dass Medien eigentlich genutzt werden, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen, sei es Bedürfnisse nach Information, Lernbedürfnisse, Unterhaltungsbedürfnisse, und eben nicht die Medien steuern uns, sondern wir mit unseren Bedürfnissen wählen ganz bewusst Medien aus. Wir werden uns genau damit beschäftigen, was sind eben unterschiedliche Motive in der Nutzung der Medien. Und dann mit dem besonderen Thema, wie entsteht denn eigentlich das Gefühl, mittendrin zu sein? Also vielleicht haben Sie jetzt auch das Gefühl, dass wir gemeinsam in einem Lehrsaal sitzen und eigentlich hat man das Gefühl, man ist gar nicht in einem Medium, sondern man hat das Gefühl, man ist mittendrin, ohne das Medium zu bemerken, und das nennt man in der Forschung Präsenz erleben. Und da ist einerseits interessant, wie entsteht das, aber auch ganz konkret, wie können wir dieses Präsenzerleben in der medialen Kommunikation fördern? Und das ist eben, da haben wir extrem viele Möglichkeiten in der Unternehmenskommunikation, aber auch im Marketing und im Branding. Und das letzte Kapitel im Teil Medienpsychologie beschäftigt sich dann eben mit zwei ausgewählten Trendthemen. Das eine ist das personalisierte Lernen, also im Grunde das, was Sie jetzt auch gewählt haben. Das heißt, der Lernende, die Lernende steuert, wann und wie in welcher Form sie die Lerninhalte aufnimmt. Der Sinn ist eben, sich genau anzupassen an die Lernbedürfnisse von Lernenden, sich flexibler anzupassen an Arbeits- und Lebenssituationen von Lernenden. Und dazu bieten eben die Medien unglaublich tolle Chancen, wie wir das eben gerade jetzt hier erleben. Und das zweite große Themenfeld ist die Medienanwendung der Generation Z. Und da geht es eben darum, zu schauen, dass die Generation Z ja nicht eine Form der Medienanwendung hat, sondern da gibt es interessanterweise 6 unterschiedliche Gruppierungen, von ganz Begeisterten bis zu totalen Skeptikern. Und das ist eben wichtig, dass wir diese Unterschiede kennen und auch wissen, wie wir die dann für die Unternehmenskommunikation und auch das Marketing nutzen können.